Weiter geht's mit Let's Play Risen von mir, Trollhunter 1000. Und wir sind ja im letzten Part hier in dieser Bibliothek angekommen. Und gut, die Truhe haben wir schon geöffnet. Und ich habe euch auch schon hier aus diesem, beziehungsweise der Held hat euch schon aus diesem Buch hier vorgelesen, die Kunst der Levitation. Gut, dementsprechend würde ich sagen, bevor wir hier diese Kristallkugel mal benutzen, schauen wir nochmal darüber, denn hier gibt's einen Alchemietisch, allerdings... Von Alchemie verstehe ich nichts. Genau, verstehen wir von Alchemie nichts. Und hier könnten wir dann dort hinüber schweben mit Levitation. Was ich aber erst später tun werde, denn zuerst werde ich mich hier hinunter begeben. Denn hier gibt es eine Kristallkugel von einem Zauber, beziehungsweise im nächsten Raum dann. Zuerst lesen wir mal hier den Buchständer. Hier steht etwas über. Gut, wieder Weisheit dazu bekommen, was wir nicht brauchen. Eine Truhe ist hier auch. Und wie gesagt, ich habe ja schon oft erwähnt, wir sollten uns vor allem auch Spruchrollen des Öffnens machen. Denn damit können wir verschlossene Truhen öffnen. Und müssen nicht immer dieses teils nervige Minispiel machen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Beziehungsweise können auch Truhen, die noch zu schwierig für uns sind, knacken. Denn wir haben ja im Schlösserknacken erst Stufe 1, glaube ich. Genau dafür im Taschendiebstahl Stufe 3. Ja, die Fackel sollst du nicht fallen lassen, sondern wir lesen jetzt hier das Buch Schlösser öffnen. Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schloss öffnen. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Ja, nur mechanische Schlösser, denn wir werden später auch noch auf magische Barrieren treffen und die können wir mit diesem Zauber natürlich nicht öffnen. Das ist unmöglich. Und ihr seht, diese Tür zu öffnen ist unmöglich, aber mit diesem Zauber, werdet ihr sehen, kriegen wir sie trotzdem auf. Sesam, öffne dich. So, und die Tür ist offen. Die Fackel nehmen wir natürlich wieder mit. Und das Buch auch. Schauen wir mal, ob da irgendwas Spezielles drin steht in diesem Buch. Die Magie der Kristalle. Okay, das interessiert uns eigentlich wenig. Aber ich kann es ja trotzdem mal vorlesen, was irgendwer von euch als Magier bzw. Ordenskrieger spielen möchte. Denn Kristalle können sowohl Ordenskrieger als auch Magier benutzen. Also, die Magie der Kristalle. Die magische Kraft der Kristalle ist weit größer als in jeder anderen Quelle. In einem Kristall lässt sich, wie auch in einer Rune, ein einzelner Zauber verankern. Bisher ist uns dies mit drei Zaubersprüchen gelungen. Der Feuerball, der Frostzauber und das magische Geschoss. Durch ein intensives Studium der Kristalle kann ein Magier mit seiner eigenen Erfahrung den Zauberspruch eines Kristalls verstärken. Je mehr ein Magier von den Kristallen versteht und je größer die Erfahrung ist, desto mächtiger wird der Zauberspruch. So lohnt es sich für den Magier, sich auf einen Kristall zu konzentrieren. Wenn er seine maximale Kraft ausschöpfen will, was glaube ich jeder Magier möchte. Okay. Dann sind wir wieder hier angekommen. Und hier seht ihr auch schon eine dieser magischen Barrieren, die wir mit dem Zauber nicht aufkriegen. Ein magisches Kraftfeld. Und meines Wissens haben wir auch noch keine Spruchrollen, die das öffnen. Oder? Nein, aber ich kann euch jetzt diese Lichtzauberspruchrolle zeigen. Denn unsere Fackel ist ausgegangen, wie ihr gesehen habt. Haben wir hier den Buchständer schon gelesen? Der Text handelt von magischen. Nein, kriegen wir wieder Weisheit dazu. Und durch den hier. Interessant. Ebenfalls. Ja, lesen wir uns einfach mal durch. Hier steht etwas über Magie. Der Text handelt von magischen Sprüchen. So, und dann noch das einsame Buch da in der Ecke. Interessant. Okay, wieder ein paar Bonuspunkte in Weisheit. Und dann gehe ich jetzt wieder hier hinein und würde sagen, jetzt benutzen wir diese Kristallkugel der Levitation. Also. Okay.
Die Taste muss ich gedrückt halten, um aufzusteigen. Gut, wie gesagt, ich habe es am PC nicht durchgespielt und habe auch noch nie Levitation am PC angewandt. Dementsprechend sind diese Tipps für mich doch sehr hilfreich. Für die, die es immer noch nicht wissen, ich habe das Spiel auf Xbox durchgespielt, häufiger, und nicht am PC. Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. Sowas. Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. Okay, eine Verwandlung in einen Nautilus. Aber zuerst, wenn wir hier die Truhe öffnen und die Sachen natürlich rausnehmen. Einen Knochen, kleiner Heiltrank und 12 Goldmünzen. Okay, dann werde ich jetzt nochmal hier speichern und sagen, ich schaue mal nach, denn ich glaube, ich habe eine Truhe übersehen zu öffnen. Also, bis gleich. Und ich hatte recht, diese Truhe hier haben wir nämlich nicht geöffnet. Dafür benutzen wir einfach wieder hier die Kristallkugel des Öffnens. Und gehen einfach auf die Truhe zu. So, schauen wir mal, was drinnen ist. Goldmünzen, 2 kleine Heiltränke, ein Fläschchen und ein Knochen. Okay, also gehen wir wieder hier hinaus. Und benutzen wieder die Levitation, damit wir wieder hinüber zum Nautilus-Kristall kommen. Und unser Licht ist ausgegangen, machen wir ein neues. Okay, wir schweben wieder. Okay. Sind wir wieder hier angekommen. Die Truhe haben wir geöffnet, glaube ich. Exakt. Und hier sehen wir schon diese kleine Nische, durch die wir so natürlich nicht reinkommen. Denn dafür müssen wir uns in einen kleinen Nautilus verwandeln. Okay. So, verwandeln wir uns gleich wieder zurück. Und lesen hier gleich das nächste Buch über Telekinese. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie, um Gegenstände aus großer Entfernung zu Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Ganz meine Meinung. Hier haben wir auch schon die Kristallkugel zu Telekinese. Und hier wieder eine Truhe. Und nochmal von vorne. Natürlich ist die wieder versperrt. Und natürlich machen wir wieder alles falsch. Okay, jetzt doch nicht. Was ist da drin? Ein weiterer Lichtzauber, ein Eilezauber und schwache magische Heilung. Diese magischen Heilungen können wir ja gleich direkt auf unsere Schnelltasten auch legen. Und die starke magische Heilung. Das dürften Runen sein, oder? Nein, das sind auch Spruchrollen, okay. Schriftrolle, Schriftrolle. Warum haben wir dann nochmal Schriftrollen zum selben Zauber? Irgendwie verstehe ich das nicht. Egal. Jetzt haben wir schwache magische Heilung, mittlere magische Heilung, starke magische Heilung. Ach so, ich bin doch so blöd. Die bleiben ja trotzdem im Inventar, auch wenn wir es auf den Schnelltasten haben. Mein Gott. Okay, da oben haben wir einen Schalter, den können wir natürlich mit Telekinese betätigen, wie wir gelesen haben im Buch. Also tun wir das. Und die Türe öffnet sich. Und wir sind wieder hier bei dem Anti-Magie-Kristall, bei dem wir auch schon anfangs waren. Dann können wir hier hinausgehen. Und sind wieder hier an dieser altbekannten Stelle. Jetzt werde ich wieder eine Fackel nehmen. Hat irgendwie mehr Stil. Das ist unmöglich. Und wir sehen, dieses Schloss ist unmöglich zu öffnen. Dementsprechend brauchen wir natürlich wieder unseren Kristall, der hier irgendwo sein müsste. Genau. Für den werden wir natürlich wieder unsere
Fackel ablegen müssen. Und ich glaube, während wir den aktiv haben, können wir die Fackel nicht aufheben. Genau. Tja, dumm gelaufen. Müssen wir nachher gleich wieder zurücklaufen, um uns die Fackel zu holen. Also, die Tür ist da oben. Öffnen wir sie. Okay, sie ist offen. Dann gehen wir hier hinunter. Und nehmen uns wieder die Fackel, wie erwähnt. Okay. Und dann werden wir gleich sehen, da kommen wir ebenfalls in der Gestalt so nicht weiter. Das heißt, wir werden uns wohl oder übel wieder verwandeln müssen, um hier durch diese Nische hier durchzukommen. Allerdings gibt es da auch ein Problem, denn ihr wisst ja, wir sind als Nautilus hier rausgekommen, aber da vorne ist dieser böse, böse Antimagie-Kristall und sobald wir uns dem als Nautilus zu nahe kommen, werden wir sofort wieder zum Menschen. Und ja, da sind wir dann halt wieder groß. Dementsprechend sollten wir uns wieder per Levitation dort hinüber begeben. Aber ich würde sagen, das interessiert mich sicher wenig. Ich werde das Spiel dann wieder zeigen, wenn ich in der Gestalt des Nautilus bin. Bis gleich. So, und hier bin ich wieder als Nautilus, wie versprochen, und wir gehen schon hier durch diese kleine Nische durch und verwandeln uns natürlich sofort wieder zurück und sehen, wir sind hier wieder in einem kleinen Raum angekommen mit einer, die gar nicht verschlossen ist, mit 7 Goldmünzen, 4 Beeren, 2x Wein, einer Fackel und 2 leeren Spruchrollen. Die können wir natürlich sehr gut brauchen, jetzt wo wir lernen wollen, Spruchrollen zu schreiben. Dann lesen wir auch noch hier das Buch. Kriegen wieder Weisheit dazu. Dann werde ich jetzt... Na, jetzt sind wir bald wieder draußen. Da nehme ich lieber die Fackel, anstatt den Zauber dafür zu verschwenden. Und wir sehen hier einen Meister in der Vulkanfestung, der sich hier drin eher von anderen Menschen zu distanzieren scheint. Aber sprechen wir ihn einfach mal an. Bringst du mir was zu essen? Nein. Stell es zu den anderen Tellern. Ich esse später. Viel reden tut er ja nicht, aber wir können ihn trotzdem fragen. Was machst du hier? Was machst du hier? Forschen. Warum bin ich wohl sonst hier unten? Fass bloß nichts an. Du bringst mir sonst noch meine ganze Ordnung durcheinander. Warum bist du hier unten? Wegen meiner Arbeit. Die Alchemie ist gefährlich. Bevor ich mit meinen Experimenten jemanden verletze, bin ich lieber hier. Außerdem habe ich hier meine Ruhe. Meistens jedenfalls. Kannst du mir was beibringen? So seid ihr, jungen Leute. Kannst du mir mal eben was beibringen? So geht das nicht. Die Alchemie ist eine schwierige Wissenschaft, die Zeit und Talent erfordert. Kannst du mir denn was zeigen? Ein paar kleine Kniffe kann ich dir zeigen, aber glaube ja nicht, dass das ausreicht, um in die Forschung einzusteigen. Kann ich bei dir Tränke kaufen? Tränke, Zutaten und Zubehör. Alles, was das Forscherherz begehrt. Okay. Allerdings würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part von Let's Play Risen. Von mir, Jonathan 1000. Bis dahin. Ciao.